Film S befindet sich Pennywise im Abwasserkanal. Können wir ihn auch in GTA 5 finden? Und Leute, wir sind hier tatsächlich vor dem Abwasserkanal und ich glaube, da ist er einfach und er hat sogar leuchtende Augen. Pennywise, bist du das wirklich? Oh mein Gott, Leute, das ist halt wirklich Pennywise. Ich würde ihm lieber nicht zu nahe kommen, aber ja, Leute, der Mythos ist auf jeden Fall wahr. Und diesen und insgesamt 25 Filmmythen werden wir heute in diesem Video testen. Also lasst gerne ein Abo auf diesem Kanal da, damit ihr gerne noch den zweiten Part haben wollt. Und lasst gerne ein Like da. Coole Leute schauen in Filmen nicht auf die Explosionen zurück. Wird das Ganze in GTA 5 auch der Fall sein? Wir würden das auf jeden Fall mal testen. Und deswegen, Franklin, guck einfach mal und... Ja, Mann, das ist auch möglich. Der Mythos ist also auch wahr. In dem Film oben ist es möglich, mit Heliumballons ein ganzes Haus zum Fliegen zu bringen. Wir sind natürlich auch in GTA 5 und testen mal aus, Leute. Können wir ebenfalls auch ein Haus zum Fliegen bringen? Wir gucken rein. Okay, wir sind schon mal in dem Flugzeug oder in dem Ballon drin. Und jetzt gucken wir, ob wir abheben können. Und oh mein Gott, das ist halt möglich, Leute. Wir können halt wirklich mit dem Haus fliegen. Der Mythos ist also ebenfalls wahr. Kommen wir nun zum vierten Mythos. In dem Film Zombieland hat man einen Clip gesehen, wo ein Mähdrescher einfach einen Zombie überfahren hat. Wir gucken mal, ob wir das Ganze in GTA 5 auch machen können. Da sind auf jeden Fall eine Menge Zombies und wir sitzen im Mähdrescher und jetzt würde ich sagen, gucken wir, ob wir die ganze überfahren können. Und oh, ja, es funktioniert also auch, Leute. Und wir können sogar auch Spinnen überfahren. Vorsicht! Junge, das sind aber ziemlich viele Spinnen hier wieder am Start. Okay, Bruder, du musst auch drin glauben. Hui! Oh mein Gott, Alter, der ist noch drinne. Er hängt fest und jo, wir haben ihn einfach zerschreddert. Leute, der Mythos ist also ebenfalls wahr. In einem der James-Bond-Filme hat Daniel Craig es geschafft, mit Motorrädern auf Dächern rumzufahren. Das testen wir allerdings auch in GTA 5 aus. Wir haben uns jetzt ein Motorrad ausgesucht und prüfen diesen Mythos. Und deswegen versuchen wir ebenfalls, Leute, wie James Bond auf den Dächern draufzufahren. Und deswegen... Oh, okay, zweiter Versuch. Okay, beim ersten Versuch hatten wir, glaube ich, nicht genug Geschwindigkeit. Deswegen, wir probieren es jetzt einfach und... Hey, warum ist das so schwer? Vielleicht brauchen wir dazu einen Beschleunigungsboost. Leute, lasst jetzt auf diesem Video ein Like da und wir kriegen extra viele PS für dieses Motorrad, damit wir diesen Mythos prüfen können. Also smash den Like-Button in 3, 2, 1 und... Wow! Wir probieren es nochmal. Ich probiere es mal aus diesem Winkel und wow, let's go. Okay, yo, okay, das hat gezählt. Wir haben auf ein Dach von einem Dach sind wir aufs andere gesprungen. Es hat funktioniert, also Mythos ist wahr. In Indiana Jones hat man eine Szene gesehen, wo man Explosionen, also einen Nuke, in einem Kühlschrank überleben kann. Wir haben den Kühlschrank jetzt auch in GTA 5 reingestellt und wir machen jetzt einfach Folgendes. Wir setzen einfach ein paar Haftbomben hier hin und gucken mal, Leute, ob wir tatsächlich diese Explosion überstehen können, wenn wir im Kühlschrank drin sind. Und deswegen, alles klar, Franklin, stell dich dort in den... Komm, wir gehen in den Kühlschrank rein. Okay, ich bin so halbwegs in dem Kühlschrank drinne. Wir gucken, ob wir die Explosion überstehen. Let's... Okay. Der Mythos ist leider falsch. Nein, es geht nicht. In den Filmen schaffen es die Leute einfach unglaubliche Distanzen von einem Dach zum anderen zu überbrücken. Das testen wir natürlich auch in GTA 5 aus und ich glaube zu 100%, Franklin, dass du das schaffen wirst. Und deswegen nehmen wir jetzt Anlauf. Und springt von einem Dach aufs andere. Oh, oh nein. Oh mein Gott. Okay, das war viel zu weit. Nein, Leute, der Mythos könntest du vergessen. Das ist einfach falsch. In diesem Film hat es Michael Myers geschafft, einfach durch Feuer aus einem brennenden Haus rauszukommen. Wir versuchen das Gegenteil, Leute. Wir versuchen mal in ein brennendes Haus hineinzukommen. Deswegen werfen wir, Leute, erstmal ein paar Molotovs hier und dahin und gucken mal, ob wir tatsächlich einfach durch das Feuer durchlaufen können. Ich meine, Leute, wir sind Michael Myers. Also, let's go. Und oh, wir brennen, Leute, wir brennen. Aber, wait. Wow. Leute, wir sind zwar ein bisschen angebrannt, aber wir haben einfach keinen Schaden genommen. Also ja, Michael Myers hat gehört, irgendwelche Superkräfte, du kannst ihn mit Feuer nicht besiegen. Der Mythos ist also auch wahr. Niemand kann es bisher schaffen, Ghostface in einem Messerkampf zu besiegen. Und deswegen, Leute, wir werden jetzt gegen Ghostface kämpfen und... Oh mein Gott, Alter, let's go. Oh mein Gott, come on. Yo, Ghostface... Was? Ghostface, alles okay, Bruder. Oh ja, ich glaube, Leute, wir haben den Kampf gewonnen gegen Ghostface. Er hatte keine Chance. Er hatte einfach keine Chance. Leute, damit würde ich sagen, der Mythos ist falsch, denn es kann ja jemand schaffen, Ghostface zu besiegen. Und zwar ist es Franklin. Also, Leute, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr den nächsten Scream-Film guckt, schickt einfach Franklin vorbei. Der beendet den Film ganz schnell. In dem Film hat es Spider-Man geschafft, den Zug aufzuhalten. Alleine mit seiner ganzen Spinnenkraft. So, wir werden jetzt auf den Zug warten und da ist er auch schon. Und deswegen, Spider-Man, du weißt, was du zu tun hast. Der Zug ist in Gefahr.
war oder ist eigentlich gar nicht. Der ist ja auf den Schienen drauf. Aber ja, Leute, wir dürfen den Zug nicht bewegen und der muss unbedingt aufgehalten werden. Und ja, wir versuchen es. Oh mein Gott. Oh nein. Nein. Rip off. Yo, rip off. Rip off. Come on. Komm. Nein. Nein, 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 nein. Alter, come on. Wir müssen den Zug aufhalten. Spider-Man, du kannst es noch einmal probieren. Los geht's. Komm, 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 komm. Ich weiß nicht, was ich drücken soll. Oh mein Gott. Ich probiere es normal, aber irgendwie, Leute, reichen meine Spidey-Kräfte nicht aus. Na los. Oh Gott. Ich krieg's nicht hin, Leute. Ich kann das nicht aufhalten. Ich kann zwar ein bisschen schneller als der Zug laufen, aber nein. Ich glaube, wir probieren nur noch eine einzige Sache, Leute. Und zwar haben wir noch ein paar andere Gadgets. So, wir haben nämlich die Web-Bomb und die werden wir jetzt erstmal verwenden, Leute. Die Web-Bomb. So. Aber gegen wen? Moment. Web-Blossom aktivieren! Oh, Mann, Leute. Es ist wirklich nicht möglich. Spider-Man, du bist richtig schwach in GTA 5. Leider nicht möglich, Leute. Der Mythos ist falsch. In den Fast and Furious-Filmen haben es Leute geschafft, den Zug mit einem Auto ganz knapp zu schlagen und an ihm vorbeizufahren. Wir versuchen das Ganze jetzt auch perfekt zu timen, indem wir, Leute, losfahren, wenn der Zug gleich uns erwischt. Und deswegen würde ich sagen, 3, 2, 1 und wir fahren los, Leute. Können wir den Zug schlagen? Und wow, ganz knapp. Also es ist auf jeden Fall möglich, Leute. Eigentlich musst du einfach nur früh genug losfahren. Aber ja, es ist möglich. Der Mythos ist wahr. Und wir waren wirklich ganz knapp dran. Hattet ihr Zweifel, dass wir es nicht schaffen? Ich auch. Also hat er Glück gehabt. Kann Iron Man in GTA 5 Thanos schlagen wie in Avengers Endgame? Das werden wir herausfinden. Da ist auf jeden Fall Thanos, Leute. Und wir als Iron Man haben natürlich die Oberhand. Und ich sehe, er hat den Infinity-Handschuh. Aber weißt du was, Thanos? Ich komme hier einen kleinen Schritt zuvor. Und zwar mit meiner Attacke, Alter. Alter. Zack, 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 Alter. Oh mein Gott. Er kann das nicht überstehen, Leute, wie der da rumrutscht. Oh mein Gott, Thanos, Bruder, dir geht's aber gar nicht gut. Leute, der Mythos ist wahr, wir haben Thanos besiegt. Komm, einmal geht noch. Puh. Komm, ein einziges Mal. Oder warte mal, ich habe noch einen Move. Ich habe nämlich noch meine Back-Repulsatoren. Boom. Okay, das sah jetzt schlimmer aus. Nicht so geil, wie ich mir vorgestellt habe. Nächster Mythos. Kann Spider-Man es schaffen, Gwen Stacy zu retten aus einer der ikonischen Szenen? Wir werden es herausfinden und deswegen sind wir hier, Leute. Wir tun mal so, als wäre das Gwen Stacy. Okay, Gwen, ich muss dich mal eben kurz anschubsen, okay, für den ganzen Clip. Keine Sorge, ich werde dich schon retten. Ist alles cool? Natürlich, okay. So, wir werden es jetzt probieren, Leute, ob wir sie aus der Luft abfangen können. Und deswegen schubsen wir sie rein. Tschüss! Okay, Gwen Stacy, ich werde rette dich. Keine Sorge! Nein! Nein, 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 nein! Hilfe! Oh mein Gott, nein! Oh nein! Oh mein Gott. Nein, Gwen Stacy. Spider-Man, was machst du für Tricks? Freust du dich gerade? Nein. Oh mein Gott, Gwen. Oh nee. Leute, es scheint wohl einfach Schicksal zu sein. Wir konnten sie nicht retten. Rest in peace, Gwen. Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Aber ja, der Mythos ist falsch. Kann man eigentlich wie in dem Film Inception an Wänden entlang laufen? Also, wir probieren's aus, Leute. Wir haben nämlich eines dieser Gebäude und deswegen probieren wir jetzt entlang zu laufen. Und, oh, Franklin, komm schon. Ich glaube an dich, du schaffst das doch. Oder komm, du schaffst das. Nein. Vielleicht müssen wir mal kurz anspringen. Aber yo, ich glaube, es gibt wirklich ein Problem. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Yo, er kann halt wirklich an Wänden entlanglaufen wie Spider-Man einfach. Okay, Leute, es ist also möglich in GTA 5. Ich hatte kurz Zweifel gehabt, aber ja, es ist möglich. Es ist ein bisschen schwierig, muss man einfach sagen. Aber ja, es funktioniert definitiv. Und ja, wir sehen, Franklin, du kletterst gerade die Wand entlang. Du bist richtig Spider-Man geworden. Mythos also wahr. Nächster Mythos. Ihr könnt nicht den Like- und den Abo-Button gleichzeitig drücken. Freunde, probiert es mal gerne aus. Ich weiß es selber nämlich gar nicht. Also, je nachdem, ob es möglich ist, schreibt es in die Kommentare. Probiert es aus. Drückt auf Like und auf Abo gleichzeitig. Und wir sehen, was passiert. In dem Film Casino Royale haben wir eine Szene gesehen, wie James Bond gegen einen Gegner auf einem Kran kämpft. Und diese Szene soll tatsächlich richtig echt gefilmt worden sein. Und wir testen aus, ob wir das Ganze in GTA 5 ausprobieren. Also, Bruder, komm. Wir kämpfen jetzt im 1 gegen 1 auf dem Kran. Oh, Franklin, Vorsicht. Oh mein Gott, Alter, das ist ganz schön knapp. Oh, Alter, da hat er sich verabschiedet. Oh mein Gott. Leute, der Kampf war ziemlich nice. Es ist möglich. Und ihr wisst, was zu tun ist.
Probiert mal irgendjemanden in GTA Online zu einem Kran-Duell herauszufordern. Also probiert's aus. Mythos ist wahr. Wie in den Filmen kann man auch ein Auto auf einem Boot landen. Also, wir werden nur einen einzigen Versuch dazu haben, Leute. Wenn ich es nicht schaffe, sage ich einfach mal, der Mythos ist falsch. Aber wir werden diesen einen einzigen Versuch brauchen. Und jetzt gucken wir, wo, auf welches Boot wir versuchen zu landen. Ich würde sagen, wir versuchen mal den Hafenschlepper. Oh mein Gott, first try. Yo, first try und es hat geklappt. Leute, es ist möglich und wir haben genau getroffen. Also Leute, wenn das kein Like gibt, dann weiß ich nicht. Aber ihr habt hoffentlich schon geliked. Also, wie in den Fast and Furious Teilen kann man es schaffen, ein Auto von einem Hochhaus in das nächste springen zu lassen. Weil wir jetzt nicht durch Gläser oder so durchspringen können, versuchen wir allerdings, Leute, das hier als Rampe zu nutzen, um zum nächsten Gebäude zu fliegen. Und deswegen würde ich sagen, Leute, ab geht's. Oh, oh mein Gott, ich bin voll falsch geflogen. Nein. Okay, vielleicht brauchen wir ein bisschen Nitro. Ein bisschen extra Boost. Oh, let's go. Oh mein Gott. Yo. Ganz knapp. Oh, warte mal kurz. Das ist doch auch ein Hochhaus, oder? Ich glaub schon. Oh mein Gott. Nein, wir sind daran abgebounced. Das gibt's nicht. Oh. Wisst ihr was? Ich sag einfach mal, dass der Mythos wahr ist. Wir haben es eigentlich fast geschafft. Also, Mythos ist, glaube ich, wahr. In den alten James-Bond-Filmen soll es super leicht sein, einen Safe zu knacken. Einfach so. Okay, wir probieren das auch in GTA 5 aus. Wir gehen jetzt in diesen Laden hinein, Leute, und schauen uns mal den Safe aus. Safe an. Okay, Bruder, danke schön, dass ich hier reingehen darf. Oh, der hat einen Safe. Okay, Leute, wir machen jetzt einfach Folgendes. Wir versuchen einfach mal, diesen Safe hier aufzuknacken. Also, let's go. Okay, zack, zack, zack. Komm, zack, bam. Bam, bam. Okay, das ging nicht so leicht. Wie wäre es vielleicht mit ein bisschen schwererem Geschütz? Bam, Alter. Oh mein Gott, ich habe das ganze PC-System zerstört. Ah, komm schon. Mach den Safe auf. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Wie wäre es mit Halfbomben? Das muss doch gehen, Leute. Das muss doch gehen. So, okay, come on. Und Leute, wir werden es jetzt testen. Gib mir dein ganzes Geld. Ah, du hast das Geld? Na gut, Bruder. So, aber ich will den Safe öffnen. Oh mein... Alter, das war eine heftige Explosion. Haben wir den Safe geöffnet? Franklin, Franklin, geht's dir gut, Bruder? Steh auf. Nice, $122 haben wir gekriegt. Cool. Oh. Turan, geht's dir gut? Wahrscheinlich nicht, Alter. Wow, Leute, wir haben alles gesprengt, bis auf den Safe. Das gibt's doch nicht. Ey, Leute, der Safe ist unzerstörbar. Mythos ist falsch. Wie in der Matrix-Reihe soll es möglich sein, Kugeln auszuweichen. So wie der Bullet-Time-Effekt sozusagen. Also, wir probieren das mal aus, Leute. Und wir warten, bis der Typ anfängt, auf uns drauf zu schießen. Und dann würde ich sagen, Leute, weichen wir dem Ganzen mal aus. Und, Bruder, fängst du an? Du kannst ruhig anfangen, mein Freund. Hallo? Bro, fang doch mal an zu schießen. Hey, Bro, okay. So, er fängt an, Leute. Und jetzt sehen wir sind in diesem Zeitlupe-Effekt und wir gucken mal, ob wir den Kugeln ausweichen können. Und let's go. Wow. Oh mein Gott, ich sehe diese Kugeln, diese Patronen, wie die fliegen. Jetzt gucken wir mal, Michael. Versuch auszuweichen. Und come on. Komm schon. Ich weiß nicht, können wir uns ducken oder so? What? Oh mein... Okay, nein, es ist nicht möglich, Leute. Ich probiere es noch einmal. So, jetzt fängt an zu schießen, Leute. Und jetzt... Los, weich aus. Los, weich aus, Michael. Na los. Oh, warte, wir sind der Kugel ausgewichen. Komm schon. Yo, oh nein, er hat uns getroffen. Ich sehe es am Schaden. Nein, Leute, wir werden tatsächlich getroffen. Na gut, okay. Damit, das ist falsch. Michael, du hast zwar Superkräfte, aber nein, du kannst dem nicht ausweichen. Hui! Und... Nice Landung. In Spider-Man 3 hat es Spider-Man geschafft, eine Granate, die auf ihn geworfen wird, einfach mit dem Netz zurückzuschleudern. Das testen wir natürlich in GTA 5 aus. Deswegen haben wir hier einen Dummy und der wird uns erstmal gleich mit einer Granate abwerfen. Okay, Bro, dein Einsatz kommt gleich, okay? Das ist jetzt der Moment, wo du werfen sollst. Jetzt ist der Moment gekommen. Bruder, ich bezahle dir 100 Euro dafür, dass du das machst. Komm schon. Bro, enttäusch mich nicht. Hallo. Oh, er probiert's. Let's go. Er hat's probiert. Und nein, nein. Oh mein
Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, es hat Spider-Man überhaupt nicht hinbekommen. Wir probieren es. Können wir überhaupt irgendetwas damit machen? Können wir irgendwas, auch noch irgendetwas werfen oder so? Oh, warte. Oh, Container kann er werfen, aber Granaten kannst du nicht. Na, Spider-Man, du enttäuschst mich wirklich. Container kannst du werfen, aber keine Granaten. Okay, wisst ihr, was ich nice finde? Ich habe den Container gerade gedreht. Keine Ahnung wie, aber ey, nice. Mythos ist also falsch. Spider-Man, du hast echt viele Mythen nicht geschafft in GTA 5. Den nächsten musst du unbedingt schaffen. In Deadpool hat es Deadpool einfach geschafft, von einer Brücke zu springen und auf oder in einem Auto zu landen. Das probieren wir jetzt aus, Leute. Deswegen, ich würde sagen, wir springen. Hui! Okay, nochmal. Komm schon, wir suchen uns ein richtiges Timing aus, Leute. Come on. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Wir hätten es auch ohne Fallschirm geschafft. So, und jetzt. Oh, oh nein. Komm schon. Komm, jetzt ein guter Zeitpunkt. Let's go. Nein. Oh, jetzt kommen LKWs. Das ist gut. Komm, aber es sollte doch möglich sein, auf einem LKW zu landen, oder? Nein. Komm schon, da sind sie. Na los. Da ist einer. Ich war aber ganz knapp dran. Oh, Leute, das ist meine Chance. Seht ihr den roten LKW da hinten? Jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt, Deadpool. Nein! Okay, ich springe immer zu früh ab, Leute. Jetzt. Jetzt muss es sein. Das ist der Moment, Leute, auf den wir alle gewartet haben. Okay, komm, komm, komm. Und jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Let's go! Wir haben es geschafft, Leute. Der Mythos ist wahr. In einer Szene in Batman hat Joker es einfach nicht geschafft, das Krankenhaus zu sprengen. Die Sprengsätze sind einfach zu spät angegangen. Und Leute, werden wir das Ganze in GTA 5 auch probieren? Also, wir drücken jetzt die Taste und gucken, ob es auch nicht zu einer Verzögerung kommt. Und nein, es lief alles planmäßig, Joker. Und das bedeutet, der Mythos ist leider falsch. In Horrorfilmen stolpern die Leute aus irgendeinem Grund. Also, sie vergessen, wie man läuft. Ist das auch in GTA 5 so? Wir laufen jetzt, Leute, vor Ghostface weg. Und ich muss sagen, yo, wenn man normalerweise laufen würde, du würdest in Ghostface locker wegkommen. Aber ja, es ist immer so, dass die gegen Autos laufen, gegen Wände laufen, einfach stolpern. Und ja, ja, Ghostface, komm mal her, komm mal her. Ich stolper bisher immer noch nicht, Leute. Alles ist cool. Okay. Ich kann ganz schnell laufen. Jo, er hat keine Chance, Leute. Ghostface hat keine Chance. Ich kann auch hier hinklettern. Oh ja, das kann ich ebenfalls machen. Ghostface, ey. Der hat einfach gesagt, Bro, das ist nicht der Richtige für mich, für den Job. Der kann einfach nicht stolpern. Mythos ist also falsch. In einem Film ist es möglich, unter Wasser zu kämpfen. Und wir werden das Ganze jetzt auch in GTA 5 testen. Deswegen gehen wir mal unter Wasser. Und ich habe bereits auch schon eine Person dort vorbereitet, die im Wasser dort irgendwo am Rumtreiben ist. Also wir gucken mal, ob wir sie gleich finden können unter Wasser. Ich habe sie hier irgendwo senken lassen. Hallo? Brother. Ah, da ist er ja, Leute. Wir gucken, ob wir den tatsächlich schlagen können. So, Leute. Und pass auf, wir versuchen, den zu schlagen. Yo, es geht. Man kann sich boxen. Man kann sich tatsächlich in GTA 5 boxen. Das wusste ich gar nicht. Yo. Oh mein Gott. Oh man. Alter. Habt ihr schon mal probiert, einen Hai in GTA 5 zu besiegen mit einem Messer? Ich persönlich habe es noch nie probiert und ich glaube, ich werde es auch nie schaffen. Aber ja, ich kann euch eins sagen, dieser Mythos ist wahr. Das ist echt krass. Und der letzte Mythos. In einem der Filme hat es Spider-Man geschafft, ein ganzes Auto aufzuhalten, das auf ihn geworfen wird. Und wir werden auch testen, ob Spider-Man in der Lage ist, ein Auto anzuheben. Also, wir haben ja gesehen, Leute, guck mal. Er kann es schaffen. Nein, Bro, nein. Spider-Man, das sind die Guten. Warum machst du das? Guck mal, wir haben zum Beispiel das hier, Leute. Wir können einfach einen Stuhl greifen und werfen. Und wir können auch hier den Stuhl nehmen. Ganz entspannt, Leute. Wir können wirklich sogar ganze Container können wir einfach werfen. Ist es bei Autos ebenfalls so? Und ich sehe, Leute, da ist etwas. Wir gucken mal. Ey, anhalten, stopp! Hey, Sie da, bleiben Sie mal kurz stehen. Ich will doch nur kurz Ihr Auto wegwerfen. Ist doch nichts dabei. Na gut, immerhin, Leute, diese Person, die erklärt sich bereit zu warten. Und jetzt, nein, Bro, so nicht. Nein, nein, nein. Okay, hallo. Warum funktioniert das nicht? Ich kann... Aus irgendeinem Grund, Leute, klappt das nicht, Spider-Man. Du enttäuschst mich gerade wirklich. Guck mal, einen ganzen Container. Aber warte, warte, warte. Können wir mit dem Container ein Auto treffen? Wir gucken mal. Oh! Wir haben ein Auto umgeworfen mit dem Container. Warte, ich muss das nochmal probieren.
Okay, also wir können Autos mit dem Container wegwerfen, aber Autos selbst können wir nicht bewegen. Okay, Bruder, ich probiere es noch einmal. Aber irgendwie sieht es aus, als würde es nicht ganz klappen. Jo, aber ich habe etwas kaputt gemacht und ich habe richtig Schaden gemacht. Trotzdem, Spider-Man, du kannst aus eigener Kraft keine Autos nehmen. Also muss ich sagen, dieser Mythos ist leider falsch. Leute, und damit würde ich sagen, das war es auf jeden Fall von 25 Filmmythen in GTA 5. Wenn ihr eine neue Episode haben wollt, ihr wisst, was zu tun ist, schreibt es in die Kommentare, liked das Video, abonniert den Kanal, checkt den zweiten Kanal aus, kauft mein Merch. Keine Ahnung, Alter, gönnt euch irgendwas. Ach, I don't know, Leute. Vielen Dank für den ganzen Support. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.